Ja, du Hallo, hast, glaube ich, meine 10 Stunden Freunde, Probleme. und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio City Log. Ich habe hier mal so eine kleine Fabrik gebaut, die ein bisschen optimierter läuft als die alte. Oder was sagst du dazu, Vitas? Ja, ich habe gerade mal so kurz verglichen, das sind so 10 Fabriken mehr, glaube ich. Mehr. Das sind 30 Fabriken mehr. Nee, ich glaube nicht. Von den roten? Nur rote? 3, 4, 5, 6, warte, ich muss die unten ausklammern, das sind 2, warte kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ich habe hier 144 Stück, die rote Schaltkreise produzieren. Ja, ich hab die Reihen verglichen, nicht die Längen durchgezählt, alles gut. Das können auch gut 30 mehr sein, ja. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man theoretisch mit den Bändern noch mehr versorgen könnte. Kann man also auch, kann man noch. Also auch für die gilt, wir brauchen Speed-Module. Speed-Module! Das geht. Der bringt nichts. Nicht zu viel Speed-Module verballern, weil Franks Kohleverflüssigung steht auch gleich. Du musst dir das mal angucken, Martin, was die Anlage gerade an roten Schaltkreisen rausballert. Ja, aber trotzdem steht eine Kohleverflüssigung zur Hälfte. Welchen Grund? So wenig Dampf. Weil ich alle mit Tempomodul mal 3 ausgestattet habe. Oder mehr Dampf ranbringen. Ja, einfach ein paar da mehr Dampfturbinen bauen. Ich habe da nur ein paar 2, 3 Stück gebaut oder so. Mehr ja, habe ich da nicht gebaut. Ich komme da oben hin und verballer ein paar Tempomodule. Guck mal, hier ist gerade ein kleiner zugekommen. Vitis, hast du ein paar Fabriken und Strommasten und so einen Scheiß alle mit und Fließbänder? Lass mich kurz durchgucken. Ich hätte 350 Fabriken am Start. Strommasten habe ich am Start. Nur mit Fließbänder sieht's mal aus. So, ich meine ja mal so ein Cityblock drunter, ne? Könnte ja direkt noch so eine Fabrik sein, oder? Könnte. Setz doch einfach mal ein Blueprint hin. Meinst du so? Das ist sogar ein Zug gesetzt worden. Der Zug kann weg. Ne, das ist ja mein Zug. Ach so, ich sollte auch aus meinem Zug die Rohstoffe rausholen dafür, ne? Ja. Vor allen Dingen sollten wir schnell bauen, bevor die Anlieferungszüge alle kommen. Moment, ich mache hier mal auch mal eben alles baumfrei. Wie das, dank des LTN brauchst du das Scheißding nur kopieren. Ja, uns fehlen nur Fließbänder. Fabriken und alles steht? Nö. Ja. Fabriken und Co. steht? Nö, nur nicht alle. Ach, das sind grüne Fabriken. Ich habe nur blaue Fabriken bei, sorry. Massig Holz, ne? Guck mal, da ist schon der erste Zug, der liefern ja, möchte. Aber keine greift da, um ihn leer zu machen. Aber das macht doch nichts. Ich fahr mal eben los zum Bauhof. Was willst du da? Alles Mögliche abholen, was ich so ich brauche. Da bringe ich mit, Teiler bringe ich mit, Tunnel bringe ich mit. Blau, ne? Blau alles. Ja, und grüne Fabriken. Ja, ist ja gut. Aber trotzdem einmal kurz hin, wegen ich habe so viel Holz und Zeug, was ich nicht brauche. Hast du denn deine Drohnen wieder aufgefüllt, Martin? Ja, 200 Stück gleich hier mitgenommen. Und ich sehe, Martin ist da und ich sehe nur so rams, 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 rams. Drohnen oder was, ne?
Und schwuppdiwupp haben wir drei Fabriken, die rote Schaltkreise produzieren. Ich würde mal sagen, das geht so schnell, ne? So, ich habe mal eben die Fabriken aufgefüllt. Das war's, fertig. Schon Anlage fertig? Jawohl. Reifer sind ja überall dran, Grüne, ne? Ja. Ne, hier fehlen welche. Die haben zu wenig grüne Greifer. Bringst du welche mit, Frank? Ja. Gut. Weil das sind Geister hier vorne, wo ich stehe, wie das. Ja, ich sehe es gerade bei mir hier. Wumm, wumm, wumm. Haben die Greifer. Ich habe keine mehr. Ja, zu wenig. War eben 400 Greifer, war eben instant weg. Müssen zur Greifarmfabrik, da haben wir welche holen, glaube ich. Aber du siehst nur so. Leer. Langsam anläuft. Aber so macht das doch Spaß, oder nicht? Das war jetzt wirklich so. Wer schneller? Aufbauen oder Züge? Züge haben gewonnen. Das Geile ist, die Fabrik brauchen wir einfach nur kopieren und irgendwo hinsetzen. Dann haben wir direkt eine weitere rote Fabrik. Und wir haben jetzt drei Stück davon. Jetzt müssten wir auch nochmal eine grüne bauen. Das ist schon. Nur kopieren, du hast ja irgendwo eine hingepflanzt. Ich weiß aber nicht wo. Ich weiß aber noch nicht, ob die komplett LTM-fähig ist. Ob die wo da ist schon. Oben. Oben war die letzte, die ich gebaut habe. War die. War aber nicht LTN. Ja, baust du die Bahnhöfe. Das ist ja nur Bahnhofgeschichte. Eben kopieren und die Bahnhöfe umsetzen. Ja, müsstest du eben LTN dran bauen. Ja, das stimmt. Würde schnell gehen. Soll ich mal kopieren? Und da drunter? Mach mal. Aber die Bahnhöfe müssen alle umbenannt werden dann direkt, ne? Damit nicht die anderen Züge hier hinfahren. Richtig. Oder zu LTN direkt umgewechselt werden. Ich habe gar keine genau. Bahnhöfe, also ich setze keine. Ich auch nicht, ich baue einfach die alten Bahnhöfe ab. Hier ist schon ein LTM-Bahnhof dran. Ja, der kann soll dranbleiben. Der ist nicht schlimm, der soll dranbleiben. Und an den anderen Stellen stehen keine Bahnhöfe, hat Martin auch schon abgebaut wahrscheinlich. Ja. Wir haben einfach die normalen Bahnhöfe abgebaut, Frank. Zack. Problem gelöst. Ja. Oh, wir haben keine Teile mehr. Oh, guck mal, ist da langsam traurig angeflogen kommt. Förderbänder. Dann ist der auffällig, wir müssen noch Stahlkisten und Greifer. Greiferkisten und die Bahnhöfe setzen. Ich bringe gerade alles Mögliche, was wir brauchen hier. Das ist so geil. In meinem Zug sind so einige Sachen, die wir auch nachher schön in Depot einlagern können. Ich habe mich gerade mal alles abgeholt. Von Anfang an mit LTN gebaut, wie viel einfacher das gewesen wäre. Ja, ja. Ja, gut, dass Plenki gekommen ist und gesagt hat, nutzt mal LTN. Ja, das ist tatsächlich Plenkis Werk. Bitte, alle gute Dinge sind zwei. Ich habe darunter noch eine gebaut. Warum hast du nicht gewartet, bis ich die andere so weit habe, dass ich nur noch kopieren brauche? So muss ich alles per Hand umstellen. Du kannst sie trotzdem kopieren und einfach da drüber halten und einfügen. Das stimmt. Du Haus, das kannst du immer machen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Bahnhof welche Anlieferung war. Ist scheißegal. Super. Find heraus. Kannst du oben gucken. Du musst gucken, wo was hinführt. Ah, das kriegst du hin. Ja, ich fahre erstmal nach unten, fütter mal den Bauhof, damit überhaupt noch rote Fließbänder produziert werden.
Guck mal da drunter. Ach, blaue. Aber was, ich bin am falschen Bahnhof. Hier muss ich jetzt. Ich bin ja schon da bei Martin. Martin, das andere Ding ist auch fast fertig. Ich habe keine Fließbänder mehr gleich, wenn das so weitergeht. Ich habe gar keine mehr. Ich bin Auto Fließbänder. Teiler hätte ich noch im Angebot. Ja, Fließbänder werden auch gerade nicht nachproduziert. Ich habe keine Energie mehr für meinen Anzug. Das ist so viel schlimmer. Das ging mir vorhin bei den, bei den Plätzen unten, bei den Depots so leer. Ey Martin, ich habe 250 Drohnen, die geladen werden wollen. Ich raste hier gleich aus. Und wir spielen aber nicht Rust, das weißt du, ne? Das mache ich dann neu. Aber ich glaube, mittlerweile müsste es mit den roten Schaltkreisen der Mangel vorbei sein. Wegen die zweite Fabrik ist auch schon angelaufen, ne? Hat jemand zufälligerweise Radare mit? Tatsächlich ja. Ja, auch. Ich hatte 109 dabei. So ein paar hier hinstellen, damit wir so mal ein bisschen was sehen können, was hier so passiert, wenn wir mal nicht hier sind. Kann einer von euch mal eben weiter nach unten laufen gleich? Zur zweiten Fabrik, um zu gucken, wie viele Fließbänder da fehlen ungefähr? Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, bei der zweiten Produktion finden, hast du den Bahnhof da gesetzt, Frank? Ja. Also, ich bin jetzt aber raus. Weil ich dachte, das wäre der erste. Okay, Jule. Okay. Gute Nacht, Jule. Gute Nacht, Jule. Gute Nacht. Bis morgen später. Ist ja schon Sonntag. Also oben sind genug Fließbänder. Wie das nach unten mit dir? Strommasten ist eher das Problem. Ah, 200, 300 Stück. Ich bin mir nicht sicher, ob das aufgeht. Ich hatte gerade noch 300 im Inventar oder so, die werden hier gerade so weggefressen. Ja, ich produziere ja schon neue. Ich habe gerade alle rote abgeholt, die wir haben. Und habe die hochgebracht. Ein paar grüne Fabriken fehlen auch noch. Das sieht sehr schlecht aus, weil es werden auch keine neuen nachgebaut gerade. Und ihr sagt Produktion schneller. So, was ist das? Das ist Eisen, so wie es aussieht. Der Eisenbahnhof. Was für Strommessen braucht ihr denn? Beide. Mittelgroß und? Ja, die ganz fetten. Großer Strommast. Nee, das Umspannwerk. Oh, ob wir davon welche hier haben, weiß ich auch nicht. Ja, sind wir hier da, ja. Da war gestern waren keine mehr da. Oh, da kommen welche. Was sagt denn eigentlich unser Strom? Auch alles gut. Und ich habe meine anderen Kraftwerke noch gar nicht angeklemmt, weil dann noch die Kisten fehlen. Und Greifer.
So, Eisen wird angefordert. Bei beiden Anlagen. Ja, die Ratte hat noch grüne Fabriken. Komm, hast du alle gesetzt? Greifer? Nee, oder? Welche. Nee, grüne Fabriken hattest du dabei. Noch ein paar, ja, aber nicht viele. Ich war hier unten noch nicht. Na, passt. Du hast gerade schon die Hälfte gesetzt. Aber warum ist hier noch kein Strom? Ach so. Den Strom messen ist gar kein Strom. Frank hat hier gar keinen Strom. Nee, ich hab keinen Strom. Hab keinen Strom. Ist jetzt an, Frank, oder? Ja. Bei mir ist an, ja. Ja, hat funktioniert. Ich tapp jetzt von deiner Broten was ab. So. Ging selten so schnell, ne? Das Fabrikenbau. Mir fehlen aber noch Bahnhöfe. Bin ich doch bei. 2 Stück? Nein, einer. Okay, einer. Der untere ist fertig. Die roten werden jetzt gut gepusht durch die grünen Schaltkreise, auf jeden Fall. Allgemein wird das gut gepusht jetzt gerade. Meine arme Kupferschmelze. Und ich glaube, ich habe nur 2 Stück, ne? Und die sind beide noch nicht im Depot drin. Doch, doch, die, der Umschlagplatz ist doch im Depot. Stimmt. Aber irgendwie ist da gerade ein mega Stau mit ganz viel Kunststoff. Auf jeden Fall sind auch alle unten voll. Plastik. Prozessorenfabrik. Da ist auch die Begrenzung nicht an. Da sind gerade so viele Plastikzüge. Das ist Riesenstau. Wo war denn der Kupferumschlagplatz überhaupt? Ich gehe gerade, ich muss mal hoch zur Prozessorfabrik. Da ist ein Riesenstau entstanden. Und eine Begrenzung reinmachen. Wo ist die denn, die Prozessorfabrik? Da, wo im Moment ganz viele Züge stehen. Das heißt, die Züge kommen nicht mehr aus dem Depot raus, von Umschlag, die kommen nicht mehr aus dem Umschlagsplatz raus. So viele Züge stehen da. Alter, da stehen bestimmt 20 Züge rum. Ich muss mal hier alle begrenzen. Wir müssen die Anlieferungen immer begrenzen auf 1 oder 2 Züge. Ja, das hast du doch gemacht, nicht wir. Nein! Das habe ich ja noch mit Flanky zusammen gemacht. Wo war jetzt der Kupferumschlagplatz? Wo war der denn noch? Okay, der ist begrenzt auf maximal 3 Züge. Ist eigentlich noch okay. Hatten wir überhaupt einen Kupferumschlagplatz? Ja. Da, wo ich gerade rumrenne. Ja, auch alles voll. Warum stehen hier denn so viele Züge? Und wollen da... Viel Spaß, die sind alle voll mit Plastik. Ja, hier bin ich schon bei. Dass hier ein bisschen wieder gelockert wird. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall ist genug
Kupfer im Vorrat. Ich glaube, so schnell fressen wir das nicht weg. Maximale Zugzahl 1 habe ich hier stehen. Aber warum jetzt so viele Züge hier sind, das verstehe ich nicht. So, ich bin oben zur roten Schaltkreisen, fährt gar kein Zug mehr. Momentan. Normal dürfen hier auch keine anderen Züge noch warten. Also, wenn hier irgendwas ist. Aber hier werden ja schon wieder Züge geladen. Wo wollt ihr denn hin? Das ist halt die Scheiße. Wir haben jetzt Mischmassenzugsystem drin. Wir hätten erfahren, vor anderen sind scheinbar müssen, um was wir gehen und nicht mittendrin ändern müssen. Das Einzug, der wartet, um danach noch voll zu machen, ist ja okay, klar, aber. Irgendwo muss man jetzt hier diesen Wirrwarr mal Herr werden. Wie viele Züge hast du auf deine rote Schaltkreisenfabrik gesetzt? Ein. Das heißt, da einer dürfte maximal. Drei Stück kommen mit Plastik an. Mit Plastik? Das sind zwei Fabriken. Das heißt, da müssten insgesamt maximal 4 Züge nur sein, die liefern eins, wollen. Zwei ist hier. Ja, wenn einer im Bahnhof ist und dann wird noch ein neuer angefordert, wenn noch ist. Hier oben steht einer, hier steht ein Lehrer, ich weiß nicht, wo der hin will. Also der will abholen. Grüße. Der will abholen, ja. Nein, der will liefern. Aber der hat doch gar nichts drin. Der will grüne Schaltkreise liefern, aber hat gar keine. Der will liefern? Nee, ja. Nein, der will nicht liefern. Der will auffüllen. Ja, aber der will in einen Bahnhof rein, wo er Armlieferung ist. Der links, der zweite neben mir. Und der hat nichts drin, ne? Ne, der will nämlich zu den grünen Schaltkreisen da rein. Haben wir mal gelöscht. Genau wie der auf der anderen Seite, wo das Kupfer abgeladen wird, der leer auch in Kupfer rein will. Wie lösche ich denn das? Alles raus im Außerdepot. Der will nicht in Kupfer rein, der möchte hier rote Schaltkreise abholen. Der Zweierzug. Ich rede über den Vierer, der rechts hier steht. Habe ich gelöscht. Ja, alles löschen dann immer außer Depot. Aber da muss auch die Inaktivität auch löschen, sonst fährt er immer im Kreis. Ja. Na gut, der will rein abholen, das passt. Der bringt, der will liefern. Der will abholen. Der liefert. Der will auch liefern. Zugbegrenzung hat, glaube ich, nicht so 100%ig geklappt, wie es da sieht. Alter, ich habe hier auf diesem Bahnhof gerade 12 Züge drauf. Haha. Aber warum? Keine Ahnung, ich habe das Zugsystem nicht gebaut. Der Mast sagt, ich habe auch schon viel zu viel. Trotzdem geht es hier gerade nicht weiter, weil die Züge hier nicht wegkommen. Heißen die Bahnhöfe eigentlich alle gleich von den grünen Schaltkreisen?
Nein. Doch, zwei Stück heißen Toarakis. Kannst du umbenennen, das nee, ist besser nicht. Es ist eigentlich egal. Ja, ich hoffe es, weil... Nee, Toarakis ist nicht egal. Einer muss... Benenn mal den um, wo du gerade stehst, in Toarakis 1, Martin. So, dann dürfte das Problem gelöst sein. Ja, weil hier kein Kupferhang kam, deswegen habe ich mich gewundert. Aber Namensänderung, da müssen wir nichts neu einstellen nach einer Namensänderung, ne? Nein, nein. Nö. Das Problem war, dass die, glaube ich, beide Toarakis hießen. Und der hat nämlich immer nach oben gebracht, statt nach unten hin. Ja. Aber nee, das kann nicht das Problem sein, weil die heißen hier oben auch beide R.R. Levix. Der Bone heißt auch gleich. Aber gelb heißt ja eigentlich, dass ein Zug unterwegs ist, Martin. Also mal kurz warten, dann müsste eigentlich gleich einer kommen. Jetzt ist grün gerade. Gelb. Ja, da kommt jetzt aber ein Zug, da bewegt sich einer. Ich sehe einen. Ja, wir behalten das mal kurz im Auge, ob da jetzt wirklich einer kommt. Ja, da wird einer kommen. Der fährt gerade zum Umschlagplatz und will Eisen abholen. Aber der will natürlich in den Umschlagplatz rein. Ja, aber uns fehlt Kupfer, kein Eisen. Uns fehlt Kupfer. Ja, ich meine Kupfer. So. Der Zug ist so schlau, der will da rein, wo gerade ein Zug drinsteht. Aber zurück ist der voll und haut ab. Ja, jetzt ist gelb, jetzt kommt ein Zug. LTM-Probleme, ne? Aber liebe Freunde, wie wir das alles genau geregelt kriegen, beschäftigen wir uns in Ruhe wegen. Wir haben jetzt 12 Züge, die leicht Teile bringen wollen. Für die Leichtbauteile, also Plastik. Das ist schon extrem, so viele Züge. Da muss ich noch ein bisschen was umbauen. Dann würde ich mal sagen, bis später, euer Schrank.